Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 2. Und ja, wir verlieren nicht weiter viel Zeit, springen gleich rein und das letzte Mal sind wir ganz schön daran gescheitert. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt als Abtrünniger behandelt wurden. Wow. Warte, ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Dann tun wir das doch. Aber eigentlich kennen wir die Ansage ja schon. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Okay. Einer läuft. Auf zum zweiten. Los geht's. Ach. Los geht's. So, ein bisschen mehr konzentrieren müssen. So, so, der Kogana hält viel aus. So. Perfekt. So. Wir haben es gleich geschafft. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Vulture ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Ach, was? Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen?
Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Quatsch, besteht's ja gar nicht. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Okay. Etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen. Jetzt, wo die Watcher weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Ich werde mich kurz umsehen. So viel Zeit haben wir jetzt noch. Ich kenne Sie. Aus dem Apartment. Sie haben mich gefunden. Sie haben Morden von mir erzählt, stimmt's? Sie haben mein Leben gerettet. Ach, gern geschehen. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal über unsere Spezies urteilen. Ich habe mich in Ihnen geirrt, Mensch. Ich habe mich in so vielem geirrt. Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, waren Sie zu schwach, sich zu rühren. Zwei von Morgans Assistenten haben mich gefunden. Sie gaben mir den Impfstoff und brachten mich hierher, sobald ich transportfähig war. Es waren Menschen. Aber trotzdem haben sie ihr Leben dafür riskiert, mich zu finden und in Sicherheit zu bringen. Es freut mich, dass es Ihnen besser geht. Ich verdanke Ihnen mein Leben, Mensch. Danke. Alright, so, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Gibt bestimmt hier noch ein bisschen was zu sehen. Zum Beispiel mit Daniel können wir noch reden. Ich kann nicht glauben, dass Morden das alles gesagt hat. Ich dachte, ich würde ihn kennen. Okay, das war's nicht. Also da ist nichts Neues. Es wird seltsam sein, die Klinik ohne den Professor zu führen. Aber wir werden es schon schaffen. Es dürfte hart werden, wenn Morden weggeht. Hoffentlich vergisst hier niemand, was wir für den Bezirk getan haben. Huch. Was soll das denn jetzt? Toll. Ganz toll. Es wird seltsam sein, die Klinik ohne den Professor zu führen. Aber wieder. Nur mal gucken, ob es dann immer noch so ist. Wenn nicht, ist es halt so. Pech, egal. Muss noch Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Norm. Ich habe mich jetzt eben nicht mehr umgeschaut. Okay. Doch ein bisschen was eingesammelt. Stellen Sie Ihre Gruppe aus Mitgliedern mit biotischen Kampf- und Tech-Kräften zusammen. Dann werden Sie mit jeder Situation fertig. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Oh, Entschuldigung? Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminusgebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen Sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Noch langsamer als Gas. Verseuchte Wasserversorgung? Nein, Effekt nicht überall simultan. Interessant. Faszinierend. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten.
Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten geführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Folgen Sie mir, Professor. Folgen Sie mir, Professor. Folgen Sie mir, Professor. Egal. Einfach nicht drüber nachdenken. Betäubungsschuss, Kampfmeisterschaft. Da werden wir doch einfach mal den Rang abwarten. Ob's uns was bringt oder nicht. So, dann gehen wir uns doch mal mit Morden Solus unterhalten. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden. Die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren. Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen? So, Sturmgewehr. Machen wir jetzt zunächst mal. Wir gehen nämlich hier hin. Ans Forschungsterminal, da können wir es nämlich noch weiter treiben. So. Panzerungsupgrades, Medigil-Kapazität erhöhen. Prototypen. Was? Raketenwerfer. Morden-Universalwerkzeug. Morden erhält plus 20 Tech-Schaden. Morden hat sein eigenes Universalwerkzeug gebaut und kann mit entsprechenden Materialien beachtliche Upgrades herstellen. So. Natürlich kriegt ihr das. Jetzt haben wir noch Munition für schwere Waffen. Aber hallo. Weiter. Raketenwerfer. Aber hallo. Die Avalanche. Die Technologie der Kryo-Munition wird zum Modifizieren von Standardmunition benutzt. Ein Abkühllaser verwandelt die Munition in Bose-Einstein-Kondensat, Masse-ultrakalter suboptimaler Partikel, die getroffene Ziele schlagartig einfrieren können. Die Wissenschaftler der Normandy haben eine Anwendung für diese Technologie entwickelt. Durch Erzeugen einer Masseneffektblase ist eine weitaus stärkere Waffe entstanden, die gegen Panzerung, Schild und biotische Barrieren effektiv ist. Sie trägt den Spitznamen Kryoblaster. Holen wir den Kryoblaster doch einfach. Fortgeschrittenes Training. Okay, da kann ich meine Bonuskraft austauschen, wenn ich es für nötig halten würde. Ist es so an sich okay, aber nichts, was wir jetzt zwingend bräuchten. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission? Wenn Mordens Modifikationen halten, haben wir eine Chance. Wenn nicht, sind wir tot. Aber das war ja schon immer das wahrscheinlichste Ergebnis. Noch etwas, Commander? Okay, Meinung über die Crew. Was halten Sie vom Team? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die Richtung. Okay, etwas, das hat Commander? Sich also auch nicht zum letzten. Also, das hat sich jetzt nicht zum letzten Mal verändert. Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz. Wie gesagt, dabei habe ich Miranda kennengelernt und wurde von Cerberus angeworben. Wir sind bis in den Nemianischen Schlund und zurückgeflogen. Haben die Citadel vor einer Biowaffe debattiert. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Aber ich weiß, was ich getan habe.
und ich bin stolz darauf. Auch das können wir an sich schon, aber hat er noch vielleicht Upgrades? Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Perfekt, das ziehen wir durch. Schiffsverbesserungen. Schwere Schiffspanzerung. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwelche Ideen, wie wir uns... Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Wie läuft's, Jacob? Wenn Mordens noch etwas, okay. Commander? Ich will es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig... Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles? Oder schauen Sie nur so vorbei? Nicht so formell. Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von sich. Ganz informell, was? Steht alles in meiner Akte. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas. Aber mich haben Sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Was hat Sie zur Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime aufs Abstellgleis geschoben. Irgendwann kam ein Job mit Miranda, den Cerberus als Vorstellungsgespräch betrachtet hat. Und jetzt bin ich hier. Resultate um jeden Preis scheint gar nicht Ihr Ding zu sein. Stört Sie die Vergangenheit von Cerberus denn nicht? In der Allianz geht's nur um Politik. Irgendjemand muss die Bösen ausschalten. Cerberus tut das. Also bin ich dabei. Höhepunkt der Karriere. Was war der stolzeste Moment Ihrer Laufbahn? Haben wir das nicht schon besprochen? Das war, nachdem Sie mich abgeschoben hatten. Eine Gruppe Batarianer wollte mit einem Virus den Rat umbringen. Miranda und ich haben das verhindert. Okay, warum gab es keinen Bericht? Seltsam, dass man davon nichts gehört hat. Die eigentliche Arbeit gelangt nie an die Öffentlichkeit. Das wissen Sie doch. Weil es angeblich besser ist, wenn die Leute nicht wissen, wie zerbrechlich das System ist und wie nahe ihnen die Bösen schon gekommen sind. Und darum ist es nie geschehen. Wie das mit Ihnen und dem Reaper. Und deshalb bin ich hier. Okay, Sie sind doch immer topfit. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja, zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Ich bin schon froh, dass Sie mich als Serienfertigung angelegt haben. Wobei ein paar Einzelteile natürlich nie schaden können. So sagt man. Und Ihr Job wird auch nicht risikoloser. Wissen Sie, ich habe mich immer gefragt, warum man um Sie so ein Aufhebens macht. Aber jetzt sind wir mittendrin. Und ich bin froh, dass nicht alle Augen auf mir ruhen. Es gibt kein Verstecken, Jacob. Für keinen von uns. Keine Sorge. Das hier ist genau das, wofür ich mich verpflichtet habe. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Okay. Dann gehe ich trotzdem noch mal rüber zu ihm hier. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten? Tut mir leid. Habe mein Möglichstes getan. Konzentriere mich nun auf Studium der Kollektoren. Sind Sie mit dem Labor? Durchaus zufriedenstellend. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren. Haben Sie mal eine Minute Natürlich. Zeit? Solche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisation zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmerks dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Max. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Okay, aber dann. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute. Den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter.
Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Inwiefern ähnlich? Okay. Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Er findet dann auch noch an den Spectres was Negatives. Okay. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Den haben wir kennengelernt. Habe die Phage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Wurmeier zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten. Mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut. Grund für Studien. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht. Mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung. Kein Grund zur Sorge. Vorbereitet wie? Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht. Mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung. Kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe. Entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam. Vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers. Oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kroganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. Okay. War nett mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut zu wissen. So, dann haben wir ja mit ihm alles besprochen. Da ist nichts mehr, was wir machen können. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr offen. Das hat mir gefallen. Ich hoffe nur, ich habe nicht den Eindruck erweckt, flirten zu wollen. Ich möchte meine Grenzen keinesfalls überschreiten. Sie sind sehr charmant, Kelly. Danke. Sie auch. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normen... Okay, ich glaube... Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir... Keine Sorge. Ich vertraue Ihnen völlig. Das möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Das war's eigentlich. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Wie geht's der Crew? Etwas, das ich Sie haben unge... Noch etwas, Commander? Nö. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine... Ja, da gehen wir jetzt erhalten. Hin. Heilung Ihrer Gesichtsnarben. Von leitender medizinischer Offizier Chakwas.
Commander, ich habe weitere Nachforschungen bezüglich Ihrer Gesichtsnarben angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Eine negative Einstellung und aggressive Handlungsweisen lösen in Ihren kybernetischen Implantaten Abstoßungsreaktionen aus, während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Wenn Sie eine positive Haltung bewahren, werden Ihre Gesichtsnarben von selbst verheilen. Andernfalls könnten wir durch einen chirurgischen Eingriff Ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von Ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe die Pläne für die neuen medizinischen Ausrüstungen in ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Mit freundlichen Grüßen, Jaguars. Also nochmal zurück. Schiffsverbesserung, Krankenstation Upgrade. Wir sind ja interessiert. Nee, das lassen wir mal. Das ist ja schon ein schöner Indikator mit den Narben. So, dann reden wir noch kurz mit Joker und dann, oh, wisst ihr was, das ziehen wir jetzt in dieser Folge durch, wir reden jetzt mit allen. Fertig. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Die Mission. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandie ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Was halten Sie von Naja, ich würde niemals... Okay, das ändert sich jetzt nicht. Ich dachte, es käme vielleicht noch was über Morten Solus. Denken Sie manchmal an die alte Normandie und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandie und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Okay, dann war's das jetzt. Wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über die Leute erfahren. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Reden wir von etwas anderem. Ich möchte mehr über Sie. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört Stimmt, weil die letzte Norman die beste ist. Okay, das kennen wir. Das kennen wir. Also gibt es hier nichts Neues von Edi. So, gehen wir mal ins Maschinendeck runter und überbringen den beiden da unten mal ihre seltsamen F6 noch was Leitungen. Keine Ahnung, aber wir gehen ins Standard-Cargo. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ah, die hatten mal so eine schöne Überwachungskamera von Terminal über alle Überwachungskameras auf dem Schiff. Interessant. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Und Müll entsorgt. Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung.
Wenn man mit einem Messer die richtige Stelle trifft, kann man einem Kroganer die Platte ganz einfach vom Kopf hebeln. Ist die beste Methode, um einen Kroganer zum Reden zu bringen. Die Angst davor treibt sie in den Wahnsinn. Ach ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe mal eine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben's geschafft. Außer mir sind alle gefallen, hab also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt, aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Ich war am Ende, ganz unten, als ich die Knarre gefunden habe. Jesse war die erste Waffe, die ich je in der Hand hielt. Ich hatte sie immer bei mir. Sie hatte nicht viel Wumms, aber war zuverlässig wie sonst was. Hatte schon viel durchgemacht, als sie bei mir gelandet ist. Aber ich musste sie nicht einmal kalibrieren. Verdammt gutes Gewehr. Ich erinnere mich noch an Jessys erstes Opfer. Turianischer Waffenhändler von Omega. Bin damals durch Dreck und Rost gelaufen, um ihn zu jagen. Als ich ihn endlich einholte, war die Knarre 5 Zentimeter tief mit ekligem Schleim überzogen. Aber Jesse wollte den Turianer umlegen. 2 Schuss. Das war's. Okay. Mit dem Baby habe ich mich durch die ganzen Terminus-Systeme gekämpft. Kam mir fast vor, als wäre Jesse noch versessener aufs Töten als ich. Blutrünstige alte Schlampe. Meinen halben Ruf verdanke ich dieser Waffe hier. Wenn mich jemand gnadenlos nennt, unerbittlich, meint er das Gewehr. Ich nehme Jesse nicht mehr mit in die Schlacht. Musste sie vor 5 Jahren in Rente schicken. Ich habe so einen batallianischen Sklaventreiber gejagt. Keine Ahnung, wie er hieß. Ist unwichtig. Hab mich durch 100 Batallianer gekämpft und nicht einmal nachgeladen. Jesse hat einfach immer weiter gefeuert. Ich stehe vor dem Sklaventreiber, er muckt auf. Also will ich ihn wegpusten und... nichts. Das alte Ding hat eine Ladehemmung. Also habe ich ihm das Gesicht mit dem Gewehrkolben zertrümmert. Danach konnte Jesse nicht mehr repariert werden. Da war nichts zu machen. Als wollte sie sich vom vielen Blutvergießen erholen. Das macht sie seitdem. Er kann ja richtig sentimental sein. Okay. Also, über das Gewehr habe ich alles erfahren, über die Fregatte habe ich alles erfahren. Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Kroganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Okay, da sind wir also dann doch fertig. Jetzt endgültig. Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen geworfen. Aber die Triebwerke sind einsatzbereit. Ich habe die Gilburn-Koeffizienten neu eingestellt und den bisherigen Einlauf der Nebenstabilisatoren angepasst. Okay. Ich liebe es, wenn Sie schmutzige Sachen sagen. Sie sind der beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skyllianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hol die Karten.
Mein skylianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einem Anfänger, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Sie haben 500 Credits gewonnen, okay. Nachsicht mit dem Anfänger. Wie konnten wir bloß darauf reinfallen? Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard. Was können wir für Sie tun, Commander? Gut, das war's ja dann schon. Das sind wir auch hier fertig. Dann gibt's nur noch Miranda, Chakwas und... keine Ahnung wer. Und dann sind wir in der nächsten Folge schon wieder bereit, mal ein bisschen was anderes zu machen. Was haben die Neues? Einfach zu gefährlich in New Campen. Ich lasse meine Familie zur Erde zurückbringen. Können Sie sich das leisten? Cerberus kümmert sich um seine Leute. Sie bezahlen den Transport für mich. Ja, das ist wohl auch das Mindeste. Immerhin riskieren wir dabei unser Leben. Hier gibt's also immer wieder was über seine Familie zu hören. Ja, der Gag mit ihm auf die Frauentoilette gehen ist jetzt langsam ein bisschen... Käme jetzt ein bisschen in die Jahre. Das mache ich noch nicht, weil... den Missionen, wie heißt es denn? Egal. Diese Nebenmission beende ich jetzt nämlich noch nicht. Den Cerise Eisbrandy. So, Mission, der Preis der Rache, Kollektoren aufhalten, bla bla bla, okay. Ja gut, dann gibt's nur noch hier Miranda, dann sind wir fertig. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Schiffsverbesserung jetzt schon Teil 2. Ein verbesserter Mineralienscanner. Commander, auch gut. Was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Okay, und... Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich stelle nur gerade einen Einsatzbericht fertig. Ich bin beeindruckt, Shepard. Bis jetzt ist alles außergewöhnlich gut verlaufen. Das ist eine der besten Cerberus-Operationen, an denen ich je beteiligt war. Das liegt vielleicht daran, dass es keine Cerberus-Operation ist. Für Sie vielleicht nicht. Aber ich unterstehe direkt dem Unbekannten. Und ich bin nur hier, weil er es so will. Cerberus hat Ihnen eine zweite Chance gegeben, Commander. Sie sollten das mit uns auch mal versuchen. Was hat Cerberus getan, um Sie dermaßen loyal zu machen? Ich denke mal, Sie haben die Wahrheit verdient. Wissen Sie noch, wie ich sagte, ich sei genetisch verändert? Nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein Vater hat mich erschaffen. Er ist ein sehr einflussreicher Mann und sehr bestimmend. Er wollte keine Tochter. Er wollte eine Dynastie. Ich bin weggelaufen, sobald ich alt und mutig genug war. Ich ging zu Cerberus, weil ich wusste, dass sie mich beschützen konnten. Sie könnten sich doch auch selbst verteidigen. Wozu brauchten Sie Cerberus? Mein Vater hat sehr viel in seine Dynastie investiert. Es ging nicht nur darum, dass ich fort war. Mir war klar, dass er weiterhin seine Investition überwachen würde. Okay. Ich nehme an, Cerberus ist mit ihren verbesserten Fähigkeiten durchaus einverstanden. Natürlich. Cerberus ist mit allem einverstanden, was der Sache der Menschheit dienlich sein kann. Einschließlich genetischer Veränderungen. Aber anders als mein Vater mit seinen egoistischen Beweggründen, glauben Cerberus und der Unbekannte an ein höheres Ziel. Sie haben einen erweiterten Horizont. Und ich habe das Gefühl, hier einen Zweck zu erfüllen. Sie verdienen Besseres. Sie reden über sich selbst, als wären sie nur ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Von ihrem Vater, von Cerberus. Möglich. Ich habe gern einen festen Platz in der Welt. Dadurch kann ich eher einen Sinn in der Art und Weise meiner Entstehung erkennen. Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Dafür müssen Sie keine Rechtfertigung finden. Sie haben leicht reden. Wir wurden beide geschaffen, um Größe zu erlangen, Shepard.
Der Unterschied ist nur, dass sie schon Größe hatten, bevor wir sie zusammengesetzt haben. Und ich habe sie dadurch erlangt. Ihr Wille und ihre Persönlichkeit machen ihre Größe aus. Und so ist das auch bei allen anderen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen glaube, aber danke, dass Sie das gesagt haben. Wer genau ist Ihr Vater? Ein Geschäftsmann. Und zwar ein sehr reicher. Es ist schon ironisch. Mein Vater hat wirklich an einen Plan zur Unterstützung der Menschen geglaubt. Er hat Cerberus hohe Spenden zukommen lassen, bevor ich mich ihnen angeschlossen habe. So habe ich zum ersten Mal von Cerberus gehört, durch die Beziehungen meines Vaters. Sie reden über sich selbst, als wären Sie nur ein... Möglich. Das kennen wir schon. Der Unterschied ist nur, dass Sie schon Größe hatten, bevor Sie haben mir viel über Ihren Vater erzählt. Was wurde aus Ihrer Mutter? Ich hatte nie eine. Der Großteil meines genetischen Materials stammt aus dem Gewebe meines Vaters. Sein Y-Chromosom wurde durch eine Mischung gewünschter Eigenschaften aus verschiedenen Quellen verändert. Wie arrogant kann man eigentlich sein? Er war manisch-egoistisch. Ein weiterer Grund, warum ich von ihm weg musste. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. Okay. Commander, was kann ich für Sie tun? Ah. Das so kennen wir schon alles. Natürlich, Commander. Damit sind wir hier fertig mit den Gesprächen rundum und ich würde sagen, wir beenden dann hier die Folge. Schon wieder 20 Minuten länger wie ursprünglich geplant und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 2 und ja, da gehen wir dann mal auf die Suche nach Archangel. Macht's gut, bis dorthin, euer Replika 666.